Willkommen bei Kfz-Fuzis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um Lupo. Ja, bei dem Lupo haben wir jetzt, der Motor ist richtig drauf, komplett drauf. Wir haben es geschafft. Motor ist drauf, ohne Probleme, ohne dass wir irgendwo dranhauen oder so. Das haben wir richtig geil gemacht. Ist geil, der sitzt jetzt perfekt drauf. Wir haben das originale Getriebe von den A3 genommen. Wir haben auf Hydraulik umgebaut. Wir haben die Pedale umgebaut. Ja, und jetzt sind wir eigentlich dabei, den Steuergerät umzubauen. Das machen wir gerade. Und da wollte ich euch mitnehmen. So, Steuergerät haben wir schon. Das ist einmal das Steuergerät. Wir haben hier schon eingebaut. Kabelbaum haben wir schon komplett drauf gebaut. Ne? Das ist der alte Kabelbaum. Den werden wir auch später, soweit, was wir nicht brauchen, alles entfernen. Aber jetzt wissen wir noch nicht, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Deswegen dauert das jetzt noch ein paar Minuten. Ja, soweit, alles in Ordnung. Der ist auch stabil. Ich könnte mich auch draufsetzen, oder? Oh, geht. Ich kann mich draufsetzen. Ja, der ist eigentlich soweit stabil, das finde ich auch geil. Ich feiere das auch, wie das aussieht. Das sieht so geil aus, ja. Perfekt. Guck dir bitte diesen Blick von hier, musst du einmal von hier zeigen. Ein bisschen runter, guck dir das mal an, wie geil der aussieht. Das ist ein Traum. Traum. Ja, mit dem Steuergerät. Da sind wir jetzt, ja, ich warte nur auf den Schaltplan. Normalerweise wollten wir heute ein Video machen, wo wir das alles einbauen und dann den Schaltplan zeigen. Aber ich habe es leider nicht bekommen. VW, Dankeschön. Die wollten mir das per E-Mail schicken, haben die nicht gemacht. Ich schätze mal, wird auf jeden Fall morgen sein. Oder haben die das noch geschickt? Haben die nicht geschickt? Nein, haben die noch nicht geschickt. Ich schätze mal, das wird morgen oder so sein. Schauen wir mal, wann wir wieder Zeit haben. Aber Kabelbaum machen wir, dann springt der Wagen natürlich komplett an. So haben wir so alles drauf. Die Düsen haben wir schon umgebaut, Zahnriemen haben wir umgebaut, Kupplung haben wir umgebaut, Turbo ist drauf, Turbo, das feiere ich. Rafael, guck mal bitte, guck dir diesen Platz an für den Turbo, der fühlt sich schon einsam hier. Der sagt, eine Nummer größer würde auch gehen, oder mehrere. Das ist geil, weil ihr müsst bedenken, wir haben natürlich den originalen Krümmer, also das heißt originalen Krümmer, wir haben natürlich einen Krümmer, der breit ist, dass er nicht nach oben zeigt, der breit ist und so natürlich noch den Turbo nach hinten bauen. Das heißt, der ist gute 20 cm nach hinten gegangen. Ne? Mhm. Das ist geil. Dass wir so viel Platz haben bei einem Lupo, hätte das keiner gebaut und hätte ich das nicht gewusst, dass es passt, dann würde ich sagen, Junge, Alter, das passt nicht. Aber ihr müsst euch, haben wir nicht schon mal zugemacht? Nein. Sollen wir mal zumachen? Ja. Alter. Boom! Was? Der ist ja geil. wie wird der jetzt eigentlich heißen, Raffet? Lupo 18T? Wie soll der eigentlich heißen? Monster. Monster ist unser. Also seid gespannt, ne? Nächste Woche, was für ein Video es kommt. Lasst euch überraschen. Ich sag nur S3. So, ja. Sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Natürlich, die Sachen, die haben wir soweit gemacht. Wir haben den Motor angepasst. Das haben wir ja vorher im Video gezeigt. Darum wollten wir euch nicht gerade zeigen, wie wir den Motor jetzt anpassen. Ich wollte euch mitnehmen, wie wir den Kabelbaum zusammen machen. Apropos Kabelbaum. Wenn einer sagt, ich bin fit bei der Sache. Yunus, ich würde dir helfen bei der Sache. Mit dem Kabelbaum. Ich habe das schon ein, zweimal gemacht. Könnt ihr euch gerne bei Instagram melden oder vorbeikommen. Ne? Einfach vorbeikommen. Dann drehen wir ein Video und du machst es dran, wenn du es kannst. Ansonsten machen wir das. Wir warten auf den Schaltplan. So, innen drin zeige ich noch einmal, Raffet. So ist ja alles fertig. Achso, was ich euch auch noch zeigen werde, was auch sehr interessant wird, weil Getriebe ist original, Achse ist von A3 und ihr müsst euch vorstellen, die Antriebswellen, wenn auch die Originalen rein, keine gekürzten, nichts. Die Originalen kommen drauf. Ich bleibe mal low-budget treu. Ich zeige euch einmal nochmal drinnen. Guckt euch mal einmal rein, wie das Ganze aussieht, Raffet. So, dass du einmal mal zeigst. Natürlich, Sitz wird kommen, obwohl ich bräuchte keinen Sitz, bei meinen Beinen. So,
Auf jeden Fall. Das wird Low Budget bleiben. Das heißt Low Budget. Hier gibt es kein Low Budget. Low Budget, hier wird einfach Understatement bleiben. Das heißt, hier werden wir nichts ändern. Das wird alles original bleiben. Hier kommt auch kein Turbo Ladedruckanzeige oder so rein. Nein, das soll Understatement pur sein. Das soll einfach, er soll aussehen wie ein Lupo. Der soll auch so laufen wie ein Lupo. Aber der soll beschleunigen wie ein 1.8T. Das heißt, wie ein Monster. Aber, Understatement. Apropos Understatement. Raffet. Jetzt kommen ja bestimmt Leute und sagen, Yunus, wir brauchen einen Auspuffanlage. Jetzt kommen bestimmt Leute und sagen, Yunus, der baut doch bestimmt eine Edelstahl-Auspuffanlage ein. Nein. Ich bleibe mein Low-Budget treu. Es kommt die originale Abgasanlage rein. Ja, ihr habt richtig gehört. Die originale Abgasanlage rein. Ich werde keine Edelstahl-Abgasanlage nehmen. Dann sagt natürlich der eine oder andere, warum? Warum baust du keine andere ein? Weil genau in diesem Grund, ich werde das so versuchen, dass wir einfach nichts hören von der Auspuffanlage. Der soll nicht dröhnen. Der soll einfach wie ein Lupo sich anhören. Und da sind wir. Das soll ja diese Kunst bleiben. Der soll einfach nur sich anhören wie ein Lupo. Wenn du den anmachst, neben mir sitzt und mitfährst, dann sollst du nicht das Gefühl haben, hier sitzt ein Monster darunter. Nein, du sollst das Gefühl haben, du sollst die Sicherheit haben und sagen, oh, alles gut, wir chillen jetzt. Und dann auf einmal auf Autobahn, boom. Dieser Effekt soll da sein, dieser boom, bot. Das wollen wir. Deswegen kommt eine originale Abgasanlage. Ja, jetzt werden auch andere schreiben, ey, Yunus, was ist denn mit dem Gegendruck? Ja, stimmt. Aber ich verzichte lieber auf ein paar PS und habe Understatement pur, als der dröhnt voll und ich habe Leistung. Ich verzichte lieber auf 30, 40 PS. Alles kein Problem. Und ihr müsst euch bedenken, wir haben auch keinen Cut. Also, der Cut ist im Krümmer integriert. Ne? Also, so. Oder? Haben wir keinen Cut? Nein. Die haben uns den Cut nicht geschickt. Habe ich einen Cut bestellt? Nein. Aber ich habe die Auspuffanlage komplett bestellt. Besteht der Cut nicht da drin? Nein. Vielleicht ist ein Mittelschalldämpfer drin, weiß ich auch nicht. Nein, war Spaß. Auf jeden Fall, wir haben auch keinen Cut. Das heißt, da werden wir auch wieder ein bisschen mehr Durchfluss haben. Und wenn es nicht geht, wenn wir Probleme mit der Abgasanlage haben, dann wird die halt modifiziert. So einfach. Aber ich möchte, dass er sich auch ganz Understatement sich anhört. Aber ey, ich krieg nicht genug, Raffi. Guck dir mal, wie der aussieht, ey. Und das ist krass, ey. Das ist krass. Weißt du, das liebe ich. Weißt du, das liebe ich an diesem Beruf. Weil wir machen von nichts sowas. Und das ist das Geilste. Ne? Allein das wird mir jetzt gerade reichen. Allein wie der Motor hier drin ist. Der braucht gar nicht laufen für mich, Raffet. Der könnte so aussehen, also kannst du einfach nur so stehen so. Also wenn ich den fahre, ich weiß schon, wie es kommt. Ey. Ich will bestimmt meinen S3 nicht fahren. Weil hier tut mir nichts weh, wenn was kaputt geht. Weißt du, Low Budget, zack, geht was kaputt. Dann, so, apropos Low Budget, was habe ich für den Getriebehalter, Motorhalter bezahlt? Das habe ich letztens vergessen, vor lauter Hektik. 200 Euro habe ich bezahlt, da waren wir bei 750 Euro. Das heißt, komplett 750 Euro. Das Geile ist, wir haben den Motor verkauft, 150 Euro, sind wir bei 600 Euro. Und dann habe ich nochmal 100 Euro für Sachen gekauft. Das sind wir bei 500 Euro. Also denkt da mal nach. Wir reden jetzt von Zahnriemen, Kupplungen und so, reden wir nicht. Aber jetzt denkt mal nach, wie 500 Euro sowas gemacht zu haben. Das ist krass. Und das verdient einen Respekt, finde ich. Ne? Es ist ja auch egal, wie lange der hält. Wenn wir einmal Spaß haben, wird mir auch reichen. Wenn wir einmal beschleunigen, wird mir auch reichen. Raffet. Ne? Ja, genau. Also darauf freue ich mich, Hammer. So, was wir auf jeden Fall machen werden ist, ich warte jetzt auf den Dings, also wir machen jetzt nichts mehr, also wir haben jetzt erstmal so weit fertig, ich wollte euch einen kleinen Einblick machen, was mit dem Lupo ist. Wir haben eigentlich den Zahnriemen aufgenommen, wir haben die Kupplung aufgenommen, falls ihr das sehen wollt, kann ich gerne das nochmal separat draufladen, aber brauchen wir nicht. Also vielleicht mal einen kleinen Einblick rein vorher, vielleicht kommt er ja vorher schon,
Vielleicht habt ihr das schon gesehen, dann vergisst, was ich gesagt habe. Ansonsten habe ich das da, könnt ihr euch gerne anschauen. So, so viel dazu. Ja, ich feiere auf jeden Fall das Auto, ich hoffe ihr auch. Und nett kommentieren wir immer. Und wenn du nicht abonniert hast, kannst du gerne abonnieren. Euer Kfz-Fuzzi, bis zum nächsten Mal. Ciao.